Hi Leute, heute spielen wir Minecraft One Block und ihr seht gleich, wie ich mein Lagerhaus baue. Moin moin meine aktiven Ratten, heute spielen wir Minecraft One Block. Also, hallo Leute, jetzt sehen Sie, wie ein Chris versucht ein Lagerhaus zu bauen. Natürlich macht er es so hässlich wie es geht. Seine Dinosaurierart ist Brachiolagolus. Jetzt sehen Sie, wie er irgendwas labert, was eigentlich null Sinn ergibt. Jetzt farmt er ein bisschen Holz und zeigt euch das, was er hat. Und die Dinosaurier Brachiolagolus bauen gerne Lagerhäuser. Deswegen dachte er sich, er baut ein Lagerhaus. Ja. Von diesem Dinosaurier, also dem Brachiolagolus, ist es auch das Hobby. Da sehen Sie jetzt, wie der tapfere Krieger eine Spinne besiegt hat. Jetzt rennt er irgendwie ein bisschen rum. Das machen auch gerne Brachiolagolus. Jetzt fällt er in die Farm. Jetzt isst er was. Jetzt baut er Sachen ab. Und die Brachiolagolus bauen auch gerne Sachen ab. Dann schlafen die auch gerne. Und dann suchen sie endlich nach einem halben Jahr Viertel die Sachen für das Lagerhaus zusammen. Und er sucht es immer noch nicht zusammen. Wo bleibt das? So, der Brachiolagolus kämpft gegen Zombies. Da der Brachiolagolus Zombies sehr mag, aber die Zombies ihn angespuckt haben. Deswegen kämpft er gegen diese Brachiolagolus-Zombies. Der Brachiolagolus baut sehr gerne Stein ab. Was er auch gerne macht, ist irgendwas zu labern und gegen Creeper kämpfen. Dann der Brachiolagolus. Wann farmt er endlich die Sachen? Der Brachiolagolus, der ist auch ein guter Minecraft-Spieler. Schon damals in der Steinzeit hatten die PCs. Jetzt farmt der Brachiolagolus die Sachen zusammen. Dann füllt er erstmal alles rein und farmt die Sachen zusammen und zeigt, wo das Lagerhaus hinkommt. Weil das Hobby von denen ist, Lagerhaus zu bauen. Dann sucht der Brachiolagolus die Sachen, die er braucht, um das Lagerhaus zu bauen. Wer hätte es gedacht? Halbes Jahr, Viertel später. Er hat es immer noch, er hat es immer noch nicht rausgesucht. Und diese Brachiolagolus haben sehr große Gehirne. Und die sind sehr schlau. Auch in Mathe und Deutsch. Und jetzt sehen Sie ein Brachiolagolus in ihrer Vorart, wie sie Sachen bauen. Und die Brachiolagolus machen sehr coole Lagerhäuser, deswegen können sie auch das nachbauen. Wenn ihr den Link von der Map haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Und die Brachiolagolus, die bauen, wie gesagt, Lagerhäuser. Und hier können sie jetzt ihnen zugucken in der Vorart, wie sie das bauen und vielleicht auch nachbauen. Dann will ich Ihnen sagen, viel Spaß mit dem Brachiolagolus.
Morgen, Bürger.